So, hallo liebe Zuschauer zum jetzigen JFD Live Trading TV. Wir wollen uns mal dem Markt widmen und hier mal genau begutachten, wie sich hier das britische Pfund gleich mal verhalten wird bei den News, die denn hier anstehen. Wir sehen hier im 15-Minuten-Chart und der Rainbow-Struktur, dass das britische Pfund schon einen sauberen Ausverkauf hingelegt hat. Sichtlich negativ. Und er zappelt schon wieder wild rum, wie immer vor den News. Jetzt sind sie reingekommen, dürften schlechter ausgefallen sein als erwartet. Wir schauen mal, was das Cable hier noch so abliefert. Wir haben hier Daten zum Einzelhandelsumsatz Januar und der öffentliche Finanzierungsbedarf. Der öffentliche Finanzierungsbedarf ist sicherlich nicht so wichtig, aber interessant hier, dass das Cable seine Abwärtstendenz weiter fortsetzt. Hier diese sich schon andeutende, abschwächende Rainbow-Struktur sozusagen nach unten aufbricht und man darf von den Daten jetzt hier ablesen, die Einzelhandelsumsätze wurden bereits mit einem Minus erwartet, 0,1. Herausgekommen sind jetzt hier minus 0,3%. Also die Einzelhandelsumsätze sind schwächer reingekommen als erwartet und das sehen wir hier ganz klar im aktuellen Preisverfall. Man muss jetzt mal hier ins größere Zeitfenster gehen. Da sehen wir auch hier auf Stundenebene vom britischen Pfund gegenüber dem US-Dollar, dass wir hier grundsätzlich eine sehr, sehr saubere Rainbow-Struktur hatten. Hier H4 gerade einen schönen Spin in Richtung positives Momentum. Aber gehen wir hier in H1, also hier in den Stundenchart. Da sieht man sehr schön, wie der Preis letztlich hier positives Momentum entfaltete. Und das, wenn wir hier ein bisschen rauszoomen uns, hier wohl bemerkt, nach diesem Spin von Anfang Februar, haben wir hier eine durchgehende Sequenz, gerade im Stundenchart mit steigenden Notierungen, die immer mal wieder auch gepaart durch News natürlich hier befruchtet wurden. Wir sahen es hier am 12. Februar, hier dann nochmal am 18. Also Sie sehen, das britische Pfund ist daher hingegen sehr, sehr empfänglich für News-Bewegungen. Und heute sehen wir hier eine Retourkutsche entgegen der Kerze hier vom 18. Februar. Das Ganze kippt hier nach unten weg. Wir haben hier 82 Pips schon nach unten absolviert, sind sozusagen hier in der Mitte der heutigen täglichen Range. Also was soll heute noch kommen an Abwärtsmomentum? Das muss man jetzt mal abwarten, wie sich das jetzt hier letztlich noch entwickelt. Aber grundsätzlich, die News führten dazu, dass wir die Range nahezu abgeschöpft haben. Wir gehen jetzt mal in den M15, also gesagt gleich mal in den M5 rein, um uns hier noch ein bisschen mehr die aktuelle Gestalt anzuschauen. Und hingegen der M15 Rainbow Chart ein wenig im Spin-Modus ist, das schauen wir uns hier nochmal an. Also hier das positive Momentum abkippt und hier so eine Art negativer Spin vollzogen wird, sehen wir hier im M5-Chart beim britischen Pfund gegenüber dem US-Dollar, dass wir hier schon jetzt das negative Momentum eingeleitet haben. Und ähnlich wie vorhin beim JFD-Devisenradar schon bemerkt, haben wir hier die Situation, dass sich jetzt Rückläufe im Laufe des Tages im Zuge dessen, dass wir natürlich hier die Range, wir sehen es, wir sind gerade hier 7 Pips vom Tagestief weg, wenn es hier Erholung nach oben gibt, dass man diese dann praktisch für ein Short-Engagement nutzen kann. Denn es ist dann anzunehmen, dass in den nächsten Stunden der Rainbow sich dann hier nach unten hin auffächert und dann praktisch ein korrektiver Rücklauf in diesen Rainbow eine Einladung wäre. Aber wir sehen hier ist gerade erheblicher Abwärtsdruck und das ist auch beim britischen Pfund gegenüber dem japanischen Yen zu sehen. Der knallt heute nach unten weg. Schauen wir uns den mal kurz an. Yen ohnehin schwach, aber hier, was das britische Pfund gegenüber dem japanischen Yen macht, ist folgendes. Wir haben hier die Daily Range schon abgeschöpft. Wir sind hier schon auch am Limit. Wir sind sogar schon drüber hinaus. Wir sehen es gerade ein Pip vom Tagestief weg. Jetzt sind wir genau am Tagestief 153 Pips gelaufen. Der Schnitt bewegt sich so um die 145. Das heißt, wir sind schon deutlich over range und es sieht so aus, jetzt nochmal beflügelt durch die negativen Daten, dass es hier auch weiter nach unten gehen kann. Also die Situation hier sehr, sehr prekär, sehr, sehr angeschlagen und es sieht nicht so aus, als würde sich jetzt hier unmittelbar die positive Tendenz vom britischen Pfund gegenüber dem Yen und gegenüber dem US-Dollar aufgrund der negativen News hier fortsetzen. Wir schauen uns jetzt aber nochmal ergänzend, und da will ich mal kurz den herausnehmen, die Struktur auf der klassischen charttechnischen Ebene an. Und zwar so. Britisch Pfund, japanisch Yen. Was läuft hier ab, wenn wir uns jetzt die Tagescharts und eben hier die größeren Timeframes H1 aufwärts anschauen? Das sehen wir und das ist das, was ich Ihnen jetzt noch zeigen will. Zum Abschluss, wir sehen hier einen Horizontalbereich. Ja, hier 118,80, 118,70. Zieh direkt mal einen Balken rein. Das ist eine Zone, wo das britische Pfund gegenüber dem japanischen Yen zunächst sich stabilisieren könnte.
um hier wieder einen Auftrieb zu erfahren. Das ist ein Statement, das kann man hier definitiv vom Stapel lassen, dass wenn es jetzt hier nicht zu einer unmittelbaren Fortsetzung, zu einem Ausbruch nach unten kommt, und das wäre hier zum Beispiel bei einem Tief unterhalb dieser Kerze hier vom 16. Februar unterhalb von 181,51, wenn wir da runtergehen, dann sieht es so aus, als würden wir natürlich nochmals 100 Pips nach unten driften können, gar keine Frage. Halten wir uns aber hier in diesem Bereich, wäre eine korrektive Gegenbewegung denkbar. Das beim britischen Pfund gegenüber dem japanischen Yen. Schauen wir kurz auf das Cable im Stundenchart. Die gleichen sich ziemlich. Und da sehen Sie, es ist fast ein Spiegelbild. Auch hier ein horizontaler Unterstützungsbereich, vor dem wir unmittelbar notieren. Und insofern könnte es auch, weil wir die Daily Range erschöpft haben, zu einer technischen Gegenbewegung kommen, die man dann allerdings auf Intraday-Ebene zum Short-Einstieg nutzen könnte oder hier auf Stundenbasis und höher zu einem Wiedereinstieg in Sachen neuer Hochslaufrichtung 1,55 plus. Das, meine lieben Zuschauer, ist Ihnen überlassen. Sie sind selbstverantwortlich für Ihre Trades, für Ihre Vorgehensweise. Ich zeige hier im Prinzip im Sinne von Informationen, Sie kennen den Haftungsausschluss und Risikohinweis, nur Ideen auf, wie man den Markt covern kann. Das ist auf jeden Fall ein schönes Level, ein schönes Unterstützungslevel, was eben beim Cable oder eben beim britischen Pfund gegenüber dem japanischen Yen durchaus mal im Fokus bleiben sollte. Geben Sie Obacht, mal sehen, was der Markt noch macht. Wir werden nachher sicherlich nochmal on air gehen mit JFD Live Trading TV. Ich sage danke fürs Einschalten, wünsche Ihnen jetzt noch einen erfolgreichen Handelstag und bis später, wenn Sie mögen. Bis dahin, ciao, Ihr Christian Kämmerer.